Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute mit einem neuen Let's Play beginnen. Wolfenstein The New Order, beziehungsweise das Add-on dazu, The Old Blood. Bevor wir mit dem Spiel beginnen, möchte ich eine kleinere, eigentlich eher eine längere Einleitung zu dem Spiel machen. Gerade weil das Spiel sehr kontrovers diskutiert wird und das sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht. Für diejenigen, die gleich ins Spiel einsteigen wollen, die spulen jetzt erstmal ein paar Minuten vor und alle anderen können sich das ja erstmal anhören. Also Wolfenstein. Wolfenstein begann 1992. Ich entsinne mich, dass ich selbst 1993 irgend so eine, weiß ich auch nicht wie oft gemachte Kopie bekommen habe und ich war geflasht. Wir haben das im Freundeskreis gespielt bis zum Erbrechen. Das Spiel wurde dann auch relativ schnell indiziert bzw. beschlagnahmt, wobei relativ schnell Anfang der 90er wahrscheinlich auch relativ zu sehen ist. Ich vermute mal, dass die Jugendschützer mit ihren Zuse-Computern und elektrischen Schreibmaschinen erstmals wohl Probleme hatten, Disketten irgendwo reinzustecken. Aber wie auch immer, irgendwann haben sie es geschafft. Dann wurde das Spiel verboten, beschlagnahmt, der Besitz unter lebenslangem Hausarrest gestellt und ich weiß auch nicht, Todesstrafe gab es vielleicht auch noch zwischendurch oder schlimmstenfalls sich frühere Reden anhören von Karl Lauterbach, ich weiß es nicht, wobei letzteres wirklich ganz furchtbar gewesen wäre. Jedenfalls hat es dem Spiel nicht geschadet. Ich kann mich nicht erinnern, jemanden nicht gekannt zu haben, der das Spiel nicht gehabt hat. Das waren jetzt sehr viele Verneinungen, aber ich glaube, der Inhalt wird klar. Nach Wolfenstein 3D kam lange Zeit gar nichts mehr. Es gab noch ein Add-on mit Spear of Destiny, aber das waren einfach nur angehängte Level im Grunde. 2001 erschien das nächste Spiel. Das nannte sich Return to Castle Wolfenstein. Glaube ich, so rum war es. Und das war insofern sehr spannend, weil es erstmal gut gemacht war und weil es auch zweigleisig fuhr. Es gibt eine deutsche Version, die enthält deutsche Texte. Alles ist in Deutsch gemacht. Die Gewalt ist auch so, wie sie in allen Versionen ist, aber es gibt halt keine Hakenkreuze und es wurden auch Namen verändert. Also aus dem Führer Hitler wurde, was weiß ich, der Oberrudelführer oder irgendwelche anderen bekloppten Fantasienamen. Und dann gab es natürlich noch eine Version für den Rest der Welt, in der halt alles so war, wie es sein sollte. Allerdings gibt es darin keine deutsche Tonspur. Nur die deutschen Soldaten reden dann mal irgendwelchen Rundfunk dann auf Deutsch. So, oh, ich war in der Kneipe oder irgendwelche Geschichten. Ja, jetzt gibt es dann zwei Seelen in meiner Brust. Der eine sagt, also ich möchte eigentlich ein Spiel so spielen, wie es mal gedacht war und ich werde garantiert nicht anfangen, meinen rechten Arm zu heben, nur weil ich da jetzt irgendwelche Hakenkreuze im Spiel sehe. Die zweite Seele in meiner Brust sagt allerdings, naja, so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Wir Deutschen haben nun mal eine Geschichte, die wirklich im negativen Sinne leider sehr, sehr einzigartig ist und ich glaube, ich muss dann auch nicht überall Hakenkreuze drauf sehen. Also von daher gibt es diese beiden Positionen in mir. Ich löse es meist damit, dass ich mir beide Versionen kaufe und letztlich aber dann auch nur die deutsche spiele, weil mir der Inhalt des Spiels auch sehr wichtig ist. Und das bekomme ich natürlich nicht mit, wenn ich alles nur mit einer englischen Sprachausgabe habe. Jo, aber machen wir weiter. Das war 2001, Return to Castle Wolfenstein. Dann gab es noch 2009 ein Wolfenstein-Spiel. Zu dem kann ich nicht viel sagen. Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, es war wohl ganz gut. Grafisch nicht mehr ganz so up-to-date. Es ist in der Engine gelaufen, in der auch Doom 3 und auch Quake 4 gemacht wurde, die 2004, 5, 6 oder so sicherlich gut war. Aber 2009, als es rauskam, da war sie sicherlich schon veraltet. Ich kann nicht viel über das Spiel sagen. Ich habe nur gelesen, dass es dann auch irgendwann indiziert wurde oder auch beschlagnahmt, weiß ich nicht genau, weil sie jedenfalls irgendwo ein Hakenkreuz vergessen haben, rauszuretuschieren in der deutschen Fassung. Mag sein, mag auch nicht sein. Nach 2009 floss wieder sehr viel Wasser den Fluss Anduin hinunter. Erst 2014 kam es zu einem neuen Wolfenstein, und zwar Wolfenstein The New Order, zu dem auch dieses Add-on The Old Blood gehört. Wolfenstein 2014 hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil genau dieses Spiel und Doom 2016 mich dazu animiert haben, mir eine PlayStation zu holen. Das war wohl auch so, ich schätze mal so 2016 rum, nehme ich mal an, wo ich von Gronkh, einem Let's Player, diese Let's Plays zu den beiden Spielen gesehen habe und dachte, boah, was geht da denn ab? Die muss ich mir jetzt holen, die werden garantiert gleich wieder verboten, wenn ich das jetzt nicht bald mache. Naja.
Hat dann wohl doch noch ein paar Monate gebraucht, bis ich mir was geholt habe, aber letztlich habe ich mich auch geirrt, weil es gab zwischendurch mal eine Gesetzesänderung, nach der Spiele, die von der USK freigegeben wurden, und das ist in dem Fall Wolfenstein und Doom auch, nicht mehr indiziert werden können, aber das wusste ich damals nicht. Naja, das war dann dieses Wolfenstein 2014. 3 Jahre später kam dann Wolfenstein 2017, The New Colossus, heraus, mit einer etwas anderen Grafik, aber genau der gleichen Geschichte, mit den 2 Versionen, einer deutschen, einer internationalen. Da wurde, soweit ich weiß, nichts mehr, da gab es auch gar nicht mehr das Thema Indizierung oder so, die kamen einfach so raus, also sprich die deutsche Fassung. 2019 erschien dann das letzte Wolfenstein, Wolfenstadt The Youngblood, oder nur Youngblood, ich weiß gar nicht. Und hier gibt es dann wieder eine Besonderheit. Es ist auch in 2 Versionen erschienen, international und nur deutsch. Aber beide Versionen wurden von der USK geprüft und freigegeben und sind in Deutschland erhältlich. Das heißt auch die Version mit den Hakenkreuzen. Allerdings dann ohne deutsche Tonspur, wie schon bei den anderen Versionen. Kann man sich dann aussuchen. Also in meinem Fall ist es so, ich hole mir immer beide. Aber ich finde die deutschen Versionen im Nachhinein immer besser. Ja, es nervt mich auch, dass so eine Figur wie Hitler dann irgendwie Höller genannt wird und aus Juden Verrätern wurden in den Wolfenstein 2017. Das fand ich schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Da hat man einfach, um gar keine Begrifflichkeit aus dem Dritten Reich zu haben, hat man das Wort Jude geändert in Verräter. Ich meine, also ganz ehrlich, ich denke, da sind sie ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Also von daher kann ich auch jeden verstehen, der sich die Originalfassung holt. Was Let's Plays und Originalfassung betrifft, so ist es noch etwas anders. Also ja, ich weiß, es gibt zum Beispiel von Case Genre gibt es ein Let's Play zu Wolfenstein Youngblood mit englischer Sprachausgabe und Hakenkreuz. Es ist auch nach über einem Jahr noch abrufbar auf YouTube, das weiß ich auch. Aber es ist halt so, rein rechtlich gesehen, ich es verstehe, entsteht etwas Neues, wenn ich ein Let's Play mache und darüber spreche. Und das mache ich dann ja auch, also beim Let's Play machen, zu sprechen, entsteht ein neues Produkt, wenn man so will. Und gerade in Bezug auf Hakenkreuzen müsste das dann zwingend neu von der USK geprüft werden. Ob das jetzt Case Jaws oder und die anderen gemacht haben, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Aber ich kann es jedenfalls nicht machen und davon abgesehen würde ich es auch nicht machen, weil ich finde, dass diese Spiele nicht nur das System haben, weiß ich auch nicht, Kanone raus und losballern, sondern es gibt auch wirklich schöne Geschichten darin und die gehen natürlich verloren, wenn man es nur auf Englisch hat. Deswegen werde ich sämtliche Let's Plays mit dem Thema Wolfenstein in Deutsch machen. So, das war jetzt eine wirklich sehr, sehr lange Einleitung. Ja, und jetzt geht's auch schon los mit Wolfenstein. Bis gleich. Dann kann es ja jetzt endlich losgehen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play zu Wolfenstein: The New Order. Wir befinden uns über dem Meer und sind 1946 unterwegs, um irgendwo zu landen. Ich wünsche euch allen viel Freude und sage bis gleich. Sichelplay. Let's Plays für Erwachsene. Okay, unsere erste Aufgabe. Die Motorleitung dicht machen. Zange und Draht, ich schätze mal mit Tools. Sind wir schon richtig? Sind wir auch, da ist noch was zu lesen, das machen wir später. Und los geht's. Das ging ja einigermaßen. Zum Lesen finde ich es immer Zeit. Regime baut Superwaffen. London, 5. Juli 1946. Berichten aus Berlin zufolge baut das Regime ein Arsenal an Superwaffen für den Einsatz auf dem Schlachtfeld. Die kürzlich erfolgte Einführung hochentwickelter Kriegstechnologie hat den Verlauf des Krieges beeinflusst. Die alliierten Kommandanten sind sich jedoch trotzdem sicher, den Sieg noch vor Ablauf des Jahres zu erringen. Was das Regime an militärischer Technologie besitzt, fehlt ihm an strategischem Wissen.
äußerte sich dazu gestern Kommandant Wilkinson in einem Gespräch. So, und jetzt geht's nach hinten. Wir müssen uns leichter machen. Das ist leichter gesagt als getan. Denn die Sachen hängen da ganz schön fest und das sollen sie jetzt nicht mehr. Ups, Nummer 1, 2 und das war einer. 3. Die können weg. Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und eins fehlt noch, da ist er. Chips. Ja, jetzt ist das Flugzeug leichter, aber unsere Ladung ist leider auch weg. Ich will mal so sagen, Business Class ist das hier nicht. Ohne Atempause. Der war weg. Und er auch jetzt. Und weg mit dem Viech. Kommt noch, oder? Aber ja, so schnell. Da ist er jetzt. Oh, Entschuldigung. War unser eigenes Flugzeug. Der war nicht. Drei Stück weggeballert. Gar nicht mal schlecht. Da ist noch einer. So, der ist jetzt auch weg. Ob diese halbwegs normal aussehenden Jäger zu uns gehören oder zum Gegner, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass die großen Flugzeuge, das sind unsere und die anderen, ich nehme mal an, das sind alles Gegner. Das sind die kleineren, diese Speedfire sind es, glaube ich, vielleicht doch von uns. Ich weiß es nicht so genau. Spielt doch keine Rolle. Ball auf alles, was sich bewegt. Upsala. Direkt vor uns, wo ich sehe nichts. Ups. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Leben, Grundkritiker. Medic! Falsche 1, bitte kommen, Falsche 1! Erste Hilfe, Koffer, Blasco. Nimm sie. Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Komm nur auf! Ja. Okay, also auf die kleineren Flugzeuge, auf die ich eben geballert habe, das waren unsere. Nämlich genau so eins, was gerade in die Seite geplumpst ist.
Okay. Jetzt heißt es mit Anlauf, losspringen und abspringen. Upsala, und Anlauf. Und, jups. Knappe Nummer. Mama, klappt's? Mama, klappt's nicht. In diesem Fall hat es wohl geklappt. Wenn nicht, noch irgendwas passiert. Wie zum Beispiel, dass unser eigenes Flugzeug dagegen bollert. Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Klingt, wenn ich ehrlich bin, nicht besonders überzeugt. Überhaupt sieht diese Truppe ziemlich nicht überzeugend aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Wildgänse kommen. Die Wildgänse kommen, falls das jemand kennen sollte. Mit Roger Moore und Richard Burton und Hardy Krüger. Wobei, die hatten etwas mehr Elan, muss ich zugeben. Diese Truppe hier wirkt ziemlich desillusioniert. Und Anna ist auch gerade gestorben. Gerne schön. Aha. Wo denn? Wo soll ich mich denn hier festhalten? Hier ist nichts. Zum Festhalten. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Ja, also wir haben es überlebt, den Absturz. Da meldet sich irgendwer. Ich glaube, es ist Fergus, der Stimme nach. Der da ist es jedenfalls nicht mehr. Und da ist das Funkgerät. Wie ist Ihr Status? Leskovic, bei uns hier ist die Kante am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgendein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Leskovic, sind Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie. Lesko, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Ja, Sir! Ich kann sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sie sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Also hier gibt es jetzt eine Stelle, die sieht völlig harmlos aus, also für mich jetzt, also beim Zugucken meine ich, aber sie ist es nicht. Da bin ich bestimmt 18 oder 20 oder vielleicht sogar 25 Mal gescheitert. Wir müssen jetzt laufen und während wir laufen, uns ducken, also quasi durchgleiten. Das sah jetzt total einfach aus, ist es aber nicht, glaubt's mir. Wobei, es mag in dem Fall auch daran liegen, dass ich es nicht mit dem Controller spiele. Ich mag keine Shooter mit Controller spielen, sondern mit Maus und Tastatur. Und in dem Fall kann es sein, dass es dadurch sogar etwas schwieriger wird, durch diese unterschiedliche Tastenbelegung. Ich weiß es nicht. Also das grundsätzlich, ich spiele es wie gesagt mit einem Konverter, einem Xim Apex. Und die Einstellung habe ich... Uiuiui, das war aber ein großer Fuß. Die habe ich am Ende des Videos beigefügt. Mache ich immer so, beim ersten und beim letzten Video einer Reihe.
Und da das erste ist, ist es dann halt hier. Spiel läuft übrigens butterweich damit. Ist ja auch nicht immer der Fall. So, da hat noch irgendwas geleuchtet, geblinkt. Ein bisschen Rüstung, das ist Subi, 25 Punkte, nehmen wir gerne mit. Tja, und jetzt denke ich mal, beschäftigen wir uns erstmal mit den beiden Roboterhunden. Den großen, da können wir eh vergessen. Den würden wir, glaube ich, nicht erreichen mit unseren Kanonen. Aber diese beiden hier, die kriegen wir schon klein. Ah, ich glaube, die bewegen sich noch. Oder? Der nicht doch noch gezittert? Ich weiß nicht. Naja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Na? Na, wirklich kaputt. Alles erledigt. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Ja, jetzt heißt es Vollgas geben und losrennen. Und sich nicht von den Einschüssen beeindrucken lassen. Uiuiui. Naja. So, da vorne haben wir das MG-Nest und das können wir nicht mit dem Maschinengewehr oder Pistole oder was kaputt kriegen, aber mit den Handgranaten geht das ganz gut. Hier geht's gleich weiter, aber ich will noch mal vorher gucken, ob wir alles hier mitgenommen haben. Und Abflug. Aber hier gibt es auch gleich eine schöne Szene. Aus meiner Erinnerung ist es die einzige Stelle im Spiel, wo das überhaupt vorkommt. Also mehr kann ich mich nicht erinnern. Wir kommen hier nicht weiter. Die Tür geht nicht auf. Wir müssen uns bücken und dann gleichzeitig nach hinten drücken. Dann passiert Folgendes, wenn man es richtig macht. Wir gehen nämlich noch eine Stufe tiefer und dann können wir dafür sorgen, dass er uns nicht mehr auf den Geist geht. Und die Tür geht dadurch auch auf. Warum auch immer. Ich glaube, genau. Eine gute Gelegenheit, die Granaten ein wenig auszuprobieren. Zurückwerfen, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber wir können es theoretisch machen. Und zwar bedeutet das, dass wir einfach die Granaten, die wir um die Ohren gehauen bekommen, wieder zurückwerfen könnten. Ich muss mal gucken, wie genau das funktioniert, ohne dass wir uns damit selbst umbringen. Aber ich denke mal, es wird die gleiche Taste sein, mit der wir die Granaten werfen. Nehme ich mal an. Oder eine andere. Wir werden es dann schon mal irgendwie ausprobieren. Aber in diesem Video jetzt nicht, das eher in den späteren. Was auch ganz schön ist, die meisten von diesen Abdeckungen der, dieser kleinen Geländergeschichten, die kann man wegballern und das heißt, man muss dann auch gar nicht immer darauf warten, dass der Typ dann wieder hervorkommt, sondern kann dann einfach auch ein bisschen tiefer ziehen.
Ist bei so miesen Schützen wie mir eigentlich immer ganz sinnvoll. Ja, da ist noch was. Und ich glaube, einer ist da auch noch irgendwo. Da kommt er gerade. Okay. Was hier noch interessant ist, eigentlich war es so, als ich das Spiel das Mal jetzt mal davor gespielt habe. War das hier? Augenblick, ich bin gerade überlegen. Da gab es jedenfalls ein MG-Nest, was woanders lag. Also ich bin nicht direkt in das gegangen, in dem wir eben gegangen sind und haben mit den Handgranaten das Ding kaputt gemacht, sondern ich meine, in dieses hier gegangen. Und da war da dann das entsprechende MG-Teil. Naja, gut. Gibt es wahrscheinlich nur einmal und wenn man das irgendwo auf einer von den beiden Seiten kaputt gemacht hat, dann reicht das dann auch. Okay, also hier kommen wir nicht weiter, so viel ist klar. Nö. Okay, dankeschön. Also das Ding sieht schon ziemlich beeindruckend aus, muss ich sagen. Oh, das hier aber nicht. Ist ja nicht da. So, hier wird es gleich ein bisschen haarig. Ich habe mich dermaßen verjagt, als ich das Vieh das erste Mal gesehen habe. Also, boah. Eigentlich müsste ich ja sagen, die Viecher. Oh. Ja, was die Handgranaten betrifft, momentan können wir 3 aufnehmen. Irgendwann werden wir allerdings eine Erweiterung freispielen und können dann bis zu 5 aufnehmen. Aber ich meine, das ist dann auch die Maximalzahl. Diese Gänge sehen zwar alle gleich aus, aber ich denke, wenn dann Gegner kommen, dann sind wir doch an irgendeiner anderen Stelle von dem Gang gelandet. Das Schöne übrigens, nebenbei bemerkt, oh ja, hervorragend, ist, dass die Leichen hier liegen bleiben. Also sofern noch irgendwas da ist, was liegen bleiben kann. Das ist ja bei Doom beispielsweise völlig anders. Da verschwinden die und man weiß gar nicht, war man da schon, war man da nicht. Hier weiß man es. Okay, die Richtung stimmt. Wir müssen ein bisschen nach rechts gehen und wobei nach rechts gehen ist bei Wolfenstein, glaube ich, auch der normale Weg, wenn man genau betrachtet. Hier haben wir noch einen Helm und hier wird wieder zwischengespeichert. Augenblick, jetzt kommt hier schon wieder jemand, denke ich mal. Ah ne, jetzt kommt die Stelle. Oder das war das zweite Geschütz. Das kann auch sein. Okay. Alles klar. Und tschüss. Ups. Uiuiui. Nein, ich glaube, das war das zweite Geschütz. Da habe ich mich geirrt. Dann ist es doch alles korrekt. Okay. Ich habe nichts getan. Vergesst es einfach, was ihr vorhin erzählt habt mit den Geschützen. Alles Quatsch. Ja, so mehr, glaube ich, können wir hier nicht mitnehmen. Es geht noch zum Mond, aber nicht mehr heute. Haben wir hier noch schönes? Munition, Dankeschön. Hier geht es nicht weiter.
Man kann sich übrigens auch anschleichen. Das da dürfte der Kommandant sein. Und das hat wiederum den Vorteil, wenn wir den gleich ausschalten, dass er keinen Nachschub mehr holen kann. Was die Sache immer sehr erleichtert. Ja, was ich noch erwähnen wollte mit dem Speichern. Dieses Spiel speichert automatisch. Man kann allerdings nicht, wie bei den meisten anderen Spielen, ich sag mal manuell einen Speicherpunkt machen. Das funktioniert nicht. Es geht immer nur an den Stellen, an denen das Spiel halt automatisch speichert. Da wird gespeichert und naja, das ist mitunter etwas nervig, weil die Punkte manchmal recht weit auseinander liegen. Manchmal auch nicht, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Zu den Perks möchte ich noch sagen, die gucken wir uns in einem der nächsten Let's Plays mal genauer an. Das ist halt so, wenn man bestimmte Sachen macht, weiß ich nicht, so und so viel Kopfschüsse und so, dann verbessern sich bestimmte Sachen. Und diese Perks sind nicht ganz unwichtig, also es erhöht sich zum Beispiel die Munitionsmenge, es erhöht sich auch die Lebensenergie insgesamt, wobei die, glaube ich, die findet man immer mit so einem kleinen Zusatzdingern. Aber das sehen wir dann, wenn es dann so weit ist. Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier alles zerdeppert, was irgendwie möglich ist. Was ich hier noch versuche, ist meine Lebensenergie auf über 200 hochzuleveln, also kurzfristig. Die geht ja immer wieder automatisch zurück auf 100. Weil sobald dieser Wert einmal über 200 gestiegen ist, ist es so, dass was war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas verändert sich da jedenfalls. Irgendwas, was ich ganz gut fand. Muss mal nachgucken, was das eigentlich war. Hier gibt es eine schöne, spannende Stelle. Das ist eigentlich, nun ja, soll man das jetzt hier einen Geheimraum nennen? Also wir können uns auf zwei Wegen einen Weg in die Festung bahnen. Das ist der eine und der andere, der Hauptweg, wäre ein bisschen weiter rechts. Aber das jetzt als Geheimraum zu bezeichnen, ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Also. Also was ich hier, wie gesagt, versuche, ist auf über 200 zu kommen. Ihr seht aber auch, wie schnell die Zahl immer zurückgeht. 160 müsste es mindestens sein, weil da liegt noch ein 40er. Und das sind aber gerade mal 194. Die Nummer an der Sache ist auch die, selbst wenn wir es geschafft hätten mit 200, hätte es nichts gebracht, weil dieser Perk, den wir da sonst freigeschaltet hätten, den können wir noch gar nicht benutzen. Wir müssen vorher erst irgendwas anderes freischalten. Das habe ich zu dem Zeitpunkt aber irgendwie nicht so gewusst. So, schleichen wir uns nochmal an. Bin ja so der Schleicher vor dem Herrn. Wenn es gar nicht anders geht, schleiche ich auch mal. Und wupp, kaputt. Ach, guck mal. Das ist doch mal eine schöne Möglichkeit, eine Granate loszuwerden. Jo. Ja, was man auch machen kann, man kann so ein schweres Maschinengewehr, was manchmal so rumsteht, kann man auch mitnehmen. Man kann es nicht, wie soll ich sagen, man hat keine extra Munition dafür. Wenn die Munition alle ist,
Nun ja, dann ist sie alle und das Ding ist leer, kann nicht wieder aufgefüllt werden, es sei denn, man stellt es wieder zurück auf diesen Ständer. Das geht schon. Dann ist es dann wieder komplett und voll aufgeladen. Kann man so oft machen, wie man will im Übrigen. Da wir aber weitergehen. So nebenbei, das hier ist eigentlich, denke ich mal, der Hauptweg gewesen, wo wir diese Bombe, die wir eben gerade hochgenommen haben, rampappen. Aber wir können eben auch sie an diese andere Stelle rankleben und das habe ich bisher noch nicht gemacht und das wollen wir jetzt mal machen. Aber wie gesagt, das jetzt als Geheimraum zu bezeichnen, nun ja, vielleicht Geheimräumchen, das wird es vielleicht treffen. Flupp, dran gebatscht. Und jetzt heißt es, die Füße in die Hand nehmen und Abflug. Schön ist, dass die Waffe so leicht war, dass sie also gleich oben liegen geblieben ist. Okay, hier ist nicht allzu viel, was immer B1 und ich glaube B2 stand da noch bedeuten mögen, beziehungsweise B7, B5, B3, B1, B2 war wahrscheinlich auf der rechten Seite. Ja, hier ist jetzt nichts mehr weiter. Ich versuche es hier gerade mit Springen, aber eigentlich muss ich einfach nur krabbeln. Da ist alles duster. Also wie gesagt, ob das nun ein Geheimraum war, lassen wir dahingestellt. Ich weiß es nicht. Hier ist nichts, hier ist gar nichts, mit überhaupt nichts. Naja. Hier stellen wir fest, dass es sogar negativ war, diesen Eingang zu wählen, weil wir jetzt die schwere Waffe nicht mitnehmen können. Ansonsten hätten wir sie durch den Haupteingang hätten wir sie mit reinnehmen können. Gut, es wird auch ohne gehen. Super Beton. Das wird uns noch ein wenig begleiten, glaube ich. Weiß nicht, steht da vorne eine? Kann es im Nebel nicht wirklich erkennen. Bin jetzt auch ein bisschen schnell hin und her gegangen, um das zu erkennen. Aber wir gucken mal, wie wir hier am besten reinkommen. Wenn wir hier wirklich rein... Wenn wir jetzt hier reinstürmen, dann haben wir wirklich richtig viele Soldaten hier am Hals, das weiß ich noch. Und das versuche ich gerade mal ein bisschen zu umgehen. Da steht ein weiteres schweres Maschinengewehr. Ich glaube, wenn wir das nehmen, und das werden wir natürlich machen, dann hat sich das von sich aus schon erledigt mit der Leiserkeit. Mit der Leisigkeit. Mit der Leisigkeit? Mit der Möglichkeit, leise zu sein. Der Leisigkeit. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Klingt jedenfalls sehr merkwürdig. Also eigentlich hätte ich jetzt mit mehr Gegnern gerechnet. Da kommt mal einer angewatschelt. Da kommt auch noch mal einer. Hallo? Zwei Leute? Da ist auch noch einer. Kommandant. Aha. Daran hat sich der Alarm jetzt auch schon erledigt. Also der Kommandant wird immer ausgelöst von einem, der Alarm wird immer ausgelöst von einem Kommandanten und gleichzeitig erlischt er bei dem Tod desselben, nur so nebenbei. Meistens sind es ja zwei Kommandanten, die irgendwie zusammenklucken, dann müssen halt beide tot sein und dann geht das Ganze aus. Bei dem Add-on zu dem Spiel, The Old Blood. Was? Ja, du bist mal gut hier. Waren jetzt noch welche. Hier hätten wir das Zurückwerfen ja vielleicht mal machen können, aber das ist dann immer auch so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, man ist ja doch etwas in Action dem Moment. Ich meine eigentlich, dass da noch einer war. Aber vielleicht haben wir den ja doch getroffen, aber hier liegt keiner. Also ist er vielleicht irgendwo anders hingelaufen? Vielleicht dahin. Na dann, kann er ja machen. So, das wollte ich ja noch erzählen. Mit The Old Blood. Da ist es so, das fand ich ganz schön. Da haben die eine kleine Neuerung gemacht. Das Add-on kam ungefähr ein Jahr nach dem New Order Hauptspiel raus. Und zwar haben sie die Änderung gemacht, dass die Kommandanten
noch so eine Art kleinen, so kleinen Kringel haben. Also die Kommandanten kann man sehen, rechts oben an so einem Strich, das ist angezeigt. Und die haben dann noch so einen Kringel, der die Richtung anzeigt, wo sich der Kommandant befindet. Fand ich eigentlich ganz cool. Das gibt es hier allerdings noch nicht. Also keine Angst, wir werden noch an genug Kommandanten vorbeikommen, um diesen Strich rechts oben zu sehen. Ja, was wir jetzt eben gesehen haben, war, denke ich, ein Geheimraum. Und, naja, ich sag mal, die Sache bei Geheimräumen ist die, dass man nicht so direkt reinkommt. Und für diesen gilt das auch. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht irgendwie längs komme. Ja, das ist dann ja schon... Naja, also ob das jetzt auch ein Geheimraum ist, ich weiß es nicht. Geheimräumchen. Das war ja bei den ganz alten Wolfensteins einfacher. Diesen Wolfenstein 3D, da gab es dann in der Wand irgendwelche Steine, auch gegen die man drücken konnte. Und da stand dann auch richtig schön drauf, Geheimraum. So ist es hier halt nicht. Hier müssen wir gucken, ob wir das als Geheimraum gelten lassen wollen oder nicht. Ich würde mal sagen, ja. Das ist ein Geheimraum. Punkt. So. Und das da ist eine Goldmedaille. Man kann hier auch relativ viel Klimbim sammeln, unter anderem sowas. Und das machen wir auch alles. Was ich jetzt versuche, ist wieder auf die Zahl 200 zu kommen. Was mir, glaube ich, aber auch nicht gelingt. Und selbst wenn, sagt es ja schon, spielt es noch keine Rolle, weil wir zu früh im Spiel sind, sozusagen. Ich muss mal nachgucken, was man überhaupt bekommt, wenn man diese 200 erreicht hat. Das war ganz geil, das weiß ich noch. Aber was es genau war, ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt entfallen. Naja, man wird halt nicht jünger. So, jetzt haben wir wieder volle Ladung. Was ich vielleicht noch sagen sollte zu dem Maschinengewehr, man kann damit nicht laufen. Also ich kann damit gehen, ich kann damit kriechen, aber ich bin erstens, glaube ich, auch allgemein um einiges langsamer. Also ich bin auf jeden Fall langsamer und ich denke sogar um einiges. Und ich kann damit nicht laufen und, Naja, und außerdem ist das Maschinengewehr auch ein bisschen unfair, finde ich. Also, die haben gar keine Chance, Jungs. Aber ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt. Man kann diese Betonpfeiler kann man quasi bis auf das Stahlskelett abballern. Das finde ich total geil. Das ist also das. Ich muss noch mal gucken, ganz bewusst, ob man die wirklich richtig durchschießen kann oder ob da immer irgendwas übrig bleibt. Das probiere ich mal irgendwann aus. Allerdings nicht bei diesem Let's Play. Das ist ja jetzt schon abgelaufen. Oh, hier haben wir noch etwas Rüstung. Das brauchen wir gar nicht. Wir sind 100-100, alles klar. Okay. Jupp. Oh, nochmal eine kleine Handgranate hinterher. Hat man das Ding nicht gerade aufgeladen? Irgendwie war mir so. So, was wir jetzt geschafft haben durch dieses ganze Granatengewerfe, ist, dass wir jetzt bis zu 5 Granaten aufnehmen können. Also dauerhaft. Das ist jetzt nicht irgendwie auf irgendeine Zeit bezogen oder so, sondern können es dauerhaft aufnehmen. Das hier sind 80% Lebensenergie in diesem Kasten. Das ist schon, oder 80 Einheiten Lebensenergie. Das ist schon nicht wenig. Hier ist noch was. Upsala. Nochmal, hätten wir die 100. Aber das geht ja nicht. Reicht ja nicht. Zieht ja runter. Und Superbeton haben wir auch noch.
Diese Tür hier wird irgendwann heimlich aufgehen. Das hat mich einmal auch ein ganzes Leben gekostet, weil ich es nicht gesehen habe und der Typ kam dann einfach von hinten angeschlichen. Was ein bisschen gemein war. Jetzt können wir allerdings auch mal gemein sein. Der hat uns hier nichts getan. Wir tun ihm, naja, ein bisschen was. So, bei diesem Dreiläufer ist zu beachten, dass er sich irgendwann dreht, und zwar genau jetzt. Dann sehen wir in sein schönes leuchtendes Auge. Und wenn wir zu lange bleiben, was ich auch schon mal gemacht habe, dann werden wir geröstet. Genau, das war der, der mir da mal irgendwann aufgelauert hat. Und die Tür ist, wie ihr seht, offen. Ich habe keine Ahnung, wann die aufgegangen ist. So, jetzt könnte man einwerfen, du schießt hier auf dieses Riesenvieh und es passiert nichts. Das ist wahrscheinlich eins von den Dingern, die man nicht zerstören kann. Kann man so denken, ja. Ich sehe auch keinerlei Texturveränderung, also wenn man anfängt zu qualmen oder so. So, und ab ins mittlere Auge und schieß weg. Ich glaube, dass er jetzt gerade diese ganze Ecke grillt. Nochmal. Und nochmal. Es braucht immer so ein bisschen, bis das Ding sich von selbst nachlädt. Ich glaube, das waren auch die Geschütze, mit denen auf unser Flugzeug geschossen wurde. Wobei, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Da würde ja wahrscheinlich ein Schuss ausreichen, um das Flugzeug komplett zu vernichten. So, jetzt aber schnell weg. Ganz schnell weg. Juhu. Mehr als zweimal aufs Auge schießen ist keine gute Idee. Aber er dreht sich dann auch immer schnell weg. Das ist dann auch ganz nett von ihm. Kann man auf diesen Teil schießen hier, der möglicherweise die Batterien enthält. Vielleicht ist auch das Klo drin, ich weiß es nicht. Es sieht wirklich so aus, als richten wir exakt null Schaden an. Einmal, und jetzt sieht die Welt aber irgendwie anders aus, oder? Das da sieht anders aus, es sieht anders aus, jojo. Jo, man kann es halt. Man kann es oder man kann es nicht. Hm. Ja. Ich würde sagen, unser schönes Let's Play nähert sich so langsam dem Ende. Ja. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und gleich kommt, glaube ich, noch die Abmoderation. Und ich sag schon mal tschüss. Mein alter Ego sagt es wahrscheinlich gleich auch nochmal. So, liebe Freunde der norwegischen Tanzmusik, an dieser Stelle möchte ich das erste Let's Play zu Wolfenstein The New Order ausklingen lassen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mir ziemlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bitte lasst ein Abo da, sofern noch nicht geschehen. Bis dahin, euer Tums.